Ach, guck mal. Flupp, weg ist er, ey. So. Weil... Ach, ja, warum gehe ich eigentlich mit? Genau. War ja klar, dass sie abhauen. Weil Monster da ist. Komm schnell her. Ja, was wein. Im Übrigen, du hast Pfeile im Arsch stecken. Ja, das waren die vorhin, die alten Bettnässer, mit denen ich mich da rumgeschlagen habe. Weißt du, mit diesen Proleten am Fluss. Ach, da hinten sehe ich noch einen Namen in der Ferne. Ich dachte, du bist mit hergelaufen. Ja, ja, ja. Ach, Männer. Ja, ja. Also, es ist alles beim Alten. Ach ja, ist jetzt auch egal. Komm, ich sehe sie nicht mehr. Egal. So, dann gehe ich nochmal zurück. Nein, also, du hat musst jetzt doch viel jetzt Sinn nicht gehabt. Beschützen. Ja, du, wenn du mal abhaust, ist ja egal. Dann mach mal. Und ich müsste nämlich mal. Aber das, was ich brauche, ist gerade nicht hier. Das Blöde ist nämlich, dass diese Pommesviecher immer nur so an Dungeons eigentlich spawnen. Aber du hast doch einen da. Ja, richtig. Fiel mir auch gerade wieder ein. Ach, immer dieses. Ah, dieses Durcheinander. Welche Hölle war welche? So, ich müsste nämlich mal gucken. Da wir jetzt wieder Solo-Missionen machen. Schauen wir mal. Ah, ja, Hauptsache, ich bin sicher. Du! Was soll ich machen, wenn du wegläufst immer? Weil du weißt ja, wo ich hinlaufe. Ist doch immer. So, jetzt gucken wir mal. Was wir hier haben. Ich brauche Pommesviecher. Ich brauche ganz dringend Pommesviecher. Alter, ist hier schon geräubert worden in dem Dungeon. Leck mich am Arsch. Wäre natürlich geil, wenn hier irgendwie noch ein Spawner vorhanden wäre. Von den Pommesviechern. Komm, sagst du, dass hier noch ein Spawner wäre, tauchen hier ganz viele Schweine auf. Das macht, gibt mir zu denken. Ja. Vorteil ist... Alter, geil gefunden. Alter, ich werd bekloppt. Ha! Geil. Oh, aber ich habe eine beschissene Rüstung an. Das ist nicht geil. Haha. Ich brenne. Haha. Scheiße, ich sterb gleich, wenn ich nicht aufhöre mit brennen. Also mit so einer Rüstung brauche ich da nicht ankommen. Ich habe gerade 2,5 Herzen nur noch gehabt. Oh nein. Aber geil, nein, da ist ein Spawner. Du komisches Vieh. Also nur mal so am Rande, ne, weil du ja hier immer so solo unterwegs bist. So ein Pommesvieh-Spawner, also überhaupt Spawner, ne? Nicht vernichten hier in der Hölle, ne? Ich. Au! Ne? Nicht vernichten. Hatte ich nicht vor. Ich wollte aber auch nie Pommes-Spawner suchen gehen. Alter, scheiße. Mit so einer Rüstung brauche ich da echt nicht drauf. Da muss ich eine verzauberte Rüstung anziehen. Auch mit Feuerresistent und alles. Also das hat so keinen Sinn. Ach, ich habe schon drei Lohnruten. Ich habe drei Lohnruten. Und wisst ihr, was wir daraus machen? Lohnstaub. 6 Lohnstaub. Weißt du was? Ich habe ein Problem. Ja, das kann ich mir vorstellen. Du hast den gerade spawnen lassen, richtig? Geil, ich gehe jetzt nochmal hoch. Oh, da wären wir schon. Und ich habe Schuss genommen. Ich brenne wieder. Ich brenne. Aber ich lasse es drauf ankommen. Ich will noch einen. Ja, oh, sofort 2. Das ist natürlich ungünstig. Okay, ich habe 5 Lohnruten. Jetzt hau ich wieder ab. Geil, Alter. Ich habe nämlich demnächst noch eine Mission vor. Aber da will ich noch nicht spoilern. 5 Lohnruten gekriegt. 16 mal Lohnstaub. Reicht aber noch nicht aus. Aber sieht schon ganz geil aus. Aber da kann man mal sehen. Es ist möglich, da ranzukommen. So, und ich gehe jetzt nochmal zurück. Alter, vielleicht kann ich mich doch jetzt schon komplett ausrüsten mit dem, was ich brauche. Ist ja geil, dass hier ein Spawner ist. Wie geil ist das denn? Ja! Scheiße, der ist weggeflogen. Alter, wo bist du? Nein!
Ich hab doch gar keinen scheiß Rückschlag auf dem Schwert. Warum sind die jetzt so weit weggeflogen? Alter, als wenn ich Rückschlag drauf... Da ist doch kein Rückstoß 2. Scheiße, ist doch drauf. Oh, ich hasse Rückstoß. Oh Mann, wieso hab ich denn auf diesem scheiß Schwert Rückstoß... Also auf scheiß Rückstoß drauf auf dem Schwert. So rum. Schwert ist nicht scheiße, nur Rückstoß. Toll, sind die Pommesviecher zu weit weggekickt worden und ich hab's nicht mehr gekriegt. Scheiße. Da muss ich gucken, ob ich da nochmal mir ein anderes Schwert mache, wo kein Rückstoß drauf ist. Alter, hoffentlich überlebe ich das. Jetzt wird's knapp. Yep. Oh ja. Yep, los. Ein halbes Herz, tot. Jetzt muss ich ganz schnell zurück. Alter, das ist nicht witzig. Jetzt muss ich ganz schnell zurück. Ja, weil ich meine, bin ich sehr nah? Du weißt ja ungefähr, wo ich abbaue. Egal. Nein, nein, mein Ziel ist nur noch ganz schnell hin aufsammeln. Also Fakt ist, man sollte sich mit den Viechern nicht... Man soll sich mit den Viechern nicht anlegen, ohne verzauberte Rüstung, ey. Das ist echt zu krass, ey. Wenn die einen da in Brand setzen, Hammer. Komm schon, lass mich rein. Ich war ja in einem sicheren Bereich extra noch reingegangen. Da stehen zwar jetzt jede Menge Zombie-Picks, aber mit denen habe ich ja keinen Streit. Hoffe ich jedenfalls. Ich bin extra noch so weit wie möglich runtergerannt. Lass mich alles ab. Alter, wo sind meine Sachen? Da. Alter, kurz davor ploppen die es auf. Boah, ich hab's. Alter. Schnell. Sortieren. Oh Gott. Rüstung anziehen? Also, keine gute Idee, ey. Echt nicht. Oh oh. Schaufel kam dahin. Was denn jetzt hier? Schaufel kam... Oh, die Pommesviecher, ich höre sie da oben. Oh, fuck. Da habe ich habe einen großen Marshmallow-Freund hier, das ist viel schlimmer. Weil ich nichts habe, um zu wehren. Wie, so ein Magma-Schleim? Nein. Ach, du meinst so ein Ghast? Ja. Ah, ja, da brauchst du... Ja, ist klar, da brauchst du Fall im Bogen. Habe ich auch nicht mitgenommen. Ja. Ach, ich renne habe jetzt zurück. 24 Lohnstaub. Ich glaube, das reicht aus für das, was ich vorhabe später. Ich renne zurück. Möchtest du mitkommen oder? Nö, mach mal ruhig. Jetzt bin ich natürlich ein bisschen größenwahnsinnig. Gibst du das nicht immer? Sollte ich jetzt nochmal sterben? Alter, sind da viele. Rückzug! Scheiße, ich habe keine Lohnroute eingesammelt. Aber egal, ich habe gesehen, das hat keinen Sinn. Wichtig ist, dass ich schon mal einiges habe. Könnte sogar vielleicht auch schon reichen für die Mission. Muss ich gucken, ob ich hinterher mir nochmal was hole. Ich weiß ja jetzt, dass ein Spawner hier ist. Ich hoffe, dass ich da hinterher auch noch daran denke, wenn es soweit ist, die Mission. Genau, weil da brauchen wir unbedingt noch ein bisschen Lohnstaub für, weil ich da auf Nummer sicher gehen will. Wir müssen da... Naja, egal. Ich spoiler mal nicht so. Oh, da hinten ist wieder ein Ghast. Zum Glück haben wir hier so einen schönen Tunnel gebaut. Ach, wunderbar. Was denn? Ja, ich... Von ausgerechnet dann in der Welt und wenn rauslaufen, wo macht das? Hilfe. Ja. Ach, war sogar das richtige Bett. Ich weiß noch, wie ich hier damals mal was abgebaut habe und dann kam die ganze Lava runter. Das war auch sehr schön gewesen. Alles Gute kommt von oben. So. Muss ich mal kurz gucken. Okay. Habe ich hier eigentlich in der Kiste ein bisschen Cobblestone, ein paar Schüppen. Warte mal. Schüppen. Könnte ich mal eben...
2 Ersatzschippen mitnehmen, dann habe ich sie. Okay, aber 24 Lohnstaub, das ist doch schon mal ganz geil. Das ist schon mal ganz geil. Cool. Sollte ich vielleicht demnächst noch mal einmal mit einer verzauberten Rüstung runtergehen, wo Feuerschutz und so drauf ist, dann könnte das reichen. So, das lege ich jetzt erstmal sicher ab ins Lager. So, und dann wollte ich anfangen, in der Höhle um dem Spawner herum schon mal ein bisschen was abzubauen. Auf den Lohnstaub lege ich mal direkt woanders ab. Nicht erst in meiner Atomwaffenkiste to go, sondern tue ich direkt, was haben wir eigentlich hier? Ja, sehr gut. Leg ich mal dahin. Lohnstaub bei Diverses. Sehr schön. Warte mal, habe ich hier nicht noch einen gebrauchten Brustpanzer? Habe ich hier nicht noch einen gebrauchten... Nee, einen nagelneuen Brustpanzer. Ach, dann warte ich, bis der andere kaputt geht. So. Wie sieht's mit Spitzhacken aus? Nee, da war ich nämlich vorhin dabei gewesen, wo ich dann ganz schnell Richtung Hölle gelaufen bin. Ja. Was ja dann nicht so... ergiebig war, aber ergiebig war es ja schon, weil ich habe Lohnstaub gekriegt. So, und du kannst jetzt alles weiterbauen, sagst du? Ich hoffe. Ach komm, machen wir sofort 5 Eisenspitzhacken, was soll der Geiz? 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, Zusatzzahl gibt's heute nicht. 99. So. 99 ist die Zusatzzahl? Mhm. Oh, 99. Kann das sein, dass du jetzt wieder die Zahl irgendwie verwechselst? Ja, das wäre 96, ne? Aha. Das wäre 96, die man nachspielen könnte. So. Und Löffelchen. Wem? Löffelchenstellung nennt man das auch. Nee. Das ist Löffelchen. Nein. Naja, gut, ja, da müssten sie. Hier müsste eine 66. Ja, so leicht. Ja, ja, stimmt, 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 stimmt. 96 ist ja verdreht. Ja, hast du recht. Löffelchenstellung müsstest du. Ja, wie so eine 66. Ne? Oder 99. Alter, das wird ja immer durchtriebener hier. Unmöglich. Ja, das macht mir so langsam richtig Angst. Das bist du. Schuld. Hab ich keine Fackeln mehr hier? Ich bin schuld. Ja, du bist da immer grundsätzlich. Also, das da gibt's gar wenn keine. Ich Frage. Gehe, ist das alles in Ordnung, oder wie? Ja, sowieso. Ja, soll ich denn gehen? Ja, es war klar, dass du das wieder erzählst. Ja, gut, dann. Reisende soll man nicht auffallen, wenn du denn gehen möchtest. Du hast gesagt, ich bin schuld. Dann wollen wir dir den Heimweg. Weil ich dich noch aufklären muss, den Unterschied zwischen. 69 und Löffelchen. Boah, worüber redest du ja eigentlich? Du bist aber versaut. Sind das hier alles so Sexstellungen, wovon du redest? Das finde ich aber jetzt nicht gut, ne? Also das mag ich hier nicht im Let's Play, dass du so über Sexstellungen hier sprichst. Löffelchen und 99 und ja, 96. Aber real würd ich... Also für mich waren das einfach nur Zahlen gewesen, mehr nicht. Also und real Löffelchen, will ich ja, denke ich an Kaffee trinken. Real würde ich aber mit dir darüber nie reden. Nur machen? Ja. Nein. Was denn jetzt? Beides nicht. Ja, dann erinnere ich dich da heute Abend dran, ne, wenn du wieder angeschissen kommst. Dann sage ich hier, denk mal dran, ne, was du in der Folge noch gesagt hast, ne? Brauchst jetzt nicht angeschissen kommen. Werde ich nicht. Und meistens kommst du ja dann angeschissen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und boah, das ist dann der Moment, wo ich dann wieder aus der Schublade die Gasmaske raushole. Das ist jetzt extrem. Also. Ja, Eska, das ist natürlich wieder extrem. Das ist natürlich extrem. Das hat ja auch nicht die Kitty gesagt. Das hat ja nichts damit zu tun, wer was gesagt Aua. Hat. Gestorben? Nee, nur von der Treppe. Wirklich, nur von der Treppe gefallen.
Boah, mir ist das mal... Ach, ich weiß gar nicht, ob ich sowas überhaupt erzähle. So. Aber ich musste gerade daran denken. Komm, manchmal hat man solche Eingebungen. Oh, und meine Nase wieder. Manchmal hat man ja so Eingebungen. Wenn man gerade irgendwas gesagt hat, dass man sich auf einmal an was erinnert, was schon gefühlte 300 Jahre her ist. Ich hatte ja gerade erzählt, ich bin von der Treppe gerade runtergeflogen. Ich kann mich noch dran erinnern. Also ich habe nie die Eingebung, dass das 300 Jahre her ist. War was gewesen? Ja. Was denn? Ey, was war? Du hast mich geschlagen. Erzähl doch hier bitte nicht solche Schauergeschichten. Das glaubt ja noch irgendjemand. Das nehme ich dir übel. Also erzähl doch hier bitte nicht solche Schauergeschichten. Nein, das ist okay. Alter, ich bin in der Wüste unterwegs. Das ist eine Lüge. Ich hab dich doch gesehen. Ich bin in der Wüste unterwegs. Ja, ist in Ordnung. Was? Ach. Wasser. Du brauchst jetzt auch gar nicht so ankommen, oh. Von wegen. Oh, so schnell werden Wünsche wahr. Ich bin gerade im Wasser. Land. Voll. Land. Oh, ich bin an Land. Oh. Mein Hund versuchte gerade hinterher zu laufen. Kann ihn jetzt auch nicht mehr hinsetzen. Was? Hast mich schon verstanden.